Liebe Freunde des Sportclubs Preußen vom 1906, ja, das war's. Die Saison 2014, 2015 neigt sich dem Ende entgegen. Gleich werden hier auf diesem grünen Rasen unsere Preußen das letzte Mal auflaufen. Einige Spieler werden uns verlassen, einige Spieler werden mit Sicherheit bald neu kommen. Ja, wie war's? Wie hat euch die Saison gefallen? Schlecht, gut oder gibt's was anzumerken? Wir werden es jetzt gleich erfahren. Mal gucken, eure Stimme ist jetzt gefragt. Ja, also Hinrunde war natürlich super, aber Rückrunde war scheiße halt. Ne? Aber sonst... Ich freue mich auf die nächste. Vielleicht verändert sich ja was mit den ganzen neuen Spielern und so. Saisonfazit. Ich würde sagen, Aufstieg abgehakt, verkackt. Mannschaftsleistung, alles Einzelkämpfer, tut mir leid. Ansonsten, klar, wir sind Preußen durch und durch. Seit über 40 Jahren, wir sind stolz darauf. Aber nichtsdestotrotz ist das, was hier abgeht zurzeit, nicht ganz so schön. Und die Verdachtsäußerungen oder Verdachtsmomente, die da sind, muss man nicht unbedingt aussprechen. Kann man aufsteigen? Muss man aufsteigen? Darf man aufsteigen? Frage, die lautet eigentlich, wer ist zweitligatauglich? Unsere Mannschaft oder der Aufsichtsrat? Gespräch auch Bäumer, Herr Gockel. Sind die beiden zweitligatauglich? Ich bezweifle es. Ja, eigentlich die Rückrunde war enttäuschend. Hinrunde war ja gut, war Zweiter abgeschlossen, aber Rückrunde waren, glaube ich, alle enttäuscht. Aber gut, jetzt wird ein Umbruch gemacht und dann geht es vielleicht auch wieder aufwärts nach ein, zwei, drei Jahren. Rückrunde natürlich enttäuschend, aber gut, ich hoffe, dass wir einen anderen Trainer kriegen, weil ich glaube, der Lose, der bringt uns nicht unbedingt weiter. Ich muss mal sagen, die Saison fing gut an, nach der Winterpause sind sie ziemlich eingebrochen, ich weiß nicht warum, es geht ja immer die Frage um, dürfen wir aufsteigen, dürfen nicht aufsteigen, viele sagen immer, ja, die dürfen nicht, aber ich denke mal, der Kader ist definitiv zu alt. Jetzt wird ein Umbruch stattfinden und mal gucken, wie es läuft. Und ich möchte mich doch auch bei den Spielern, die ausscheiden, bedanken für die Zeit, die sie bei Preußen Münster waren. Und wir gucken mal, was nächste Saison so läuft. Am Anfang super, jetzt ist alles scheiße, die letzten Spiele. Aber trotzdem hier und nächste Saison wird alles besser. Also am Anfang war ich sehr begeistert und total happy, dass die Saison wieder losgeht. Leider mit einer Niederlage, aber da haben sie sich ja irgendwie wieder hochgearbeitet. Leider Gottes, muss man ehrlich sagen, war es jetzt zum Ende hin wieder richtig komisch. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die alle wissen, was sie da tun, ne? Im Verein. Aber trotzdem sind wir heute hier, um zu gucken. Also letztes Spiel der Saison und ich denke mal 2-1 wird das heute so. Ja? Ja, also ich bin Gast, ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht von hier, aber ich lasse alles auf mich zukommen. Ja? Ich freue mich hier nur auf das Spiel. Zur Saison kann ich leider nichts sagen, da ich ihn nicht miterlebt habe. Die Hinserie war ja überraschend gut. Wir waren auch alle sehr zufrieden und haben uns, sag ich mal, in der Rückrunde natürlich auch mehr erhofft. Leider ist es dann ganz anders gekommen nach den zwei erfolgreichen Spielen noch gegen Osnabrück und gegen Dresden. Nee, war es Osnabrück? Ja. Oh, dann ging es ja noch bergab. Dann lief gar nichts mehr zusammen. Und wie gesagt, es wurde auch oft erwähnt, dass vielleicht mit den 3-Jahres-Verträgen mit den Leistungsträgern Mehmet Kara und Bischof zusammenliegt. Wahrscheinlich hat es da ein bisschen gestört in der Mannschaft. Ist meine Vermutung, ich weiß es nicht. Aber wir wollen mal hoffen, dass nächste Saison besser wird. Ich wollte eigentlich schon gar nicht mal kommen. Ich habe so die Schnauze voll gehabt, war so enttäuscht. Auch, dass vom Verein nichts kommt, gar nichts, vom Vorstand. Also weiß nicht, als Fan fühlt man sich teilweise echt verarscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber einmal Preuße, immer Preuße, ne? Auf geht's, kämpfen und siegen. Ja, ich würde sagen, die Saison war ganz kurz und knapp gesagt, vorne hui, hinten fui. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und die Gründe müssen erarbeitet werden. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr trotz kleineren Budgets, irgendwie was hinkriegen, was in Richtung Aufstieg geht. Oder zumindest versöhnlicher für die Fans ist. Naja, gut, die Saison ist nicht so verlaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir waren fast Herbstmeister, haben das Gott sei Dank nicht hingekriegt, weil es wäre schon bitter als Herbstmeister dann, die Saison so im Mittelfeld zu beenden. Aber ich sage, danke für nichts. Wir haben es geschafft und nächste Saison geht's weiter. Danke. Erst haben sie ja gut gespielt, aber dann am Ende fand ich es nicht so gut, dass sie dann alles aus der Hand gegeben haben. Saison, ja, es war alles durchwachsen, aber nun,
Hätte am liebsten gehabt, dass sie die erste Hälfte auch in der zweiten Hälfte spielen, aber hat leider nicht gereicht. Ne? Aber als Preußen-Fan muss man sich mit allem zurechtfinden. Danke. Tschüss.